Jetzt hat man so eine komische Grundel. Könnte man nicht mal als Dinges verwenden. Ich verstehe Fischen nicht. Da, schon wieder. Es geht aber nicht. Ich kann es aber nicht als Naturköder verwenden. Geht aber nicht. Würde ich ja hier. Ich kann es momentan nicht ausführen. Seifengründe. Ich brauche das jetzt ernsthaft in einer besonderen. Aber die waren doch schon groß. War der nicht sogar größer als der davor? Kloppenpilz, Kloppenpilz. Ah, ne. 5-3 war noch nicht groß genug. Ja, den habe ich ja schon. Ich brauche den Krebs, Krabbenfleisch, Dingens, Gedönsel. Oh, wie heißt das? Das Viech. Ich brauche jetzt halt den, also das hier brauche ich. Krebsfleischball. Den brauche ich, um die Grundel da zu kriegen und den komischen Fisch brauche ich in einer gewissen Größe. Von dem ich leider nicht weiß, in welcher Größe. Von besonderer Größe zu fangen. Benutze danach deinen Fang als Naturköder. Ja. Frage ist jetzt, welche Größe brauche ich? Welche Größe muss dieser Fisch haben? Ich hasse Fischen. Ich hasse es. Wären sie nicht so nett und einfach mir dahin zu schreiben, was ich bräuchte? Okay, 5-5 ist auch noch nicht groß genug. Alles gut, alles gut. Ich glaube, das hat er auch schon geschrieben, nachdem ich das gesagt hatte. Also alles gut. Aber trotzdem danke. Ich musste nämlich tatsächlich erstmal nochmal nachgucken, ob ich auch den richtigen Köder hatte. Erst hatte ich tatsächlich den falschen Köder. Aber jetzt habe ich jetzt den richtigen. Aber ich brauche jetzt die gewisse Größe. Also 5,5 ist auch noch zu klein. Ja, muss wohl riesig sein, das Viech. Leider, das hier hat nichts mit Questen, das hat was mit Farmen zu tun. Ich muss einen Fisch farmen. Questen tue ich verdammt gerne, aber ich hasse Farmen und Sammeln und Craften. Ist nun mal nicht meins. 6,2 ist auch nicht groß genug. Ist nun mal nicht meins. Questen liebe ich. Ich freue mich auch schon, wenn wir gleich die Jobquest weitermachen können. Ja, aber ein Final, außer die Jobquest für die Sammler. Und der Fischer ist da die einzige Ausnahme, die ich absolut nicht ab kann. Bei allem anderen. Ja, du hast später auch deine Uhrzeiten. Ich brauche den wahrscheinlich in riesig. Du hast zwar deine Uhrzeiten, aber du weißt, wo du die Sachen herkriegst. Bei dem Fisch weißt du aber nicht, welche Größe du brauchst. Deswegen mag ich den Fischer nicht. Punkt. Ich liebe Questen, aber ich hasse den Fischer. Da habe ich aber auch mehr als einmal erwähnt jetzt. Oh, ich hasse dieses Ding. Und einen einzigen... Ja, aber ich muss es ja machen. Ob ich es jetzt mache oder ob ich es... ein paar Stunden mache. Ich muss es ja machen. Geht ja leider kein Weg dran vorbei. Doch, wenn ich ihn kaufe. Aber ich bin wählerisch. Ich will kein Geld ausgeben. Ich könnte ihn kaufen. Wenn er auf dem Marktplatz verfügbar ist. 4,3, der ist zu klein. Braucht die Streifengrunde in riesig. Wahrscheinlich. Kann ich das beeinflussen, ob ich den dann riesig kriege? Wäre jetzt die nächste Frage. Schlechter Anschlag.
5,1. 3 Jahren haben wir es dann auch mal. Komm schon. Komm schon. Gib mir einen riesigen Fisch. Mach ich das einfach so. Mal gucken. War im Grunde riesig. 6,9. Mit 6,3 war ich nah dran. Da war ich echt nah dran. Eine Fallschlange gibt's nicht. Es gibt, wenn nur, den falschen Köder. Der Köder ist aber der richtige tatsächlich. Ich hab ihn! Ich habe ihn! Oh mein Gott, ich habe ihn! Ich habe den Drecksfisch! Ah, oh, lecker mio! Oh, Drecksviech. So. Ich kann die Quest abgeben. Hast du eine Ahnung, Ryder? Hast du eine Ahnung? Wie gesagt, ich hasse Angeln. Ich hasse es einfach nur. Es hat Nerven gekostet. Ich hasse es einfach zu angeln. Ich bin froh, wenn ich den auf 90 habe irgendwann. Huch. Nee, den wollte ich nicht anquatschen. Was? Warst du einfach schon am Herbstkürbissee und hast einen Schattenkattfisch gefangen? Ich warte schon sehnlichst darauf. Hm, hier hast du deinen dämlichen Fisch. Ist aufgefallen. Das ist gut. Ist gut, dass das aufgefallen ist. Ich dachte schon, das wäre nicht zu euch durchgedrungen, dass ich den nicht mag. Oh. Vielen Dank, Adai. Den Fisch muss ich sofort Linskat zukommen lassen. Ich bin so froh, dass wir den Auftrag jetzt erfüllen können. Mhm. Du hast ein wirkliches Prachtexemplar mitgebracht. Schau dir nur die Größe seines Mauls an. Mit dem schnappt er bestimmt nach allem, was ihm in die Quere kommt. Schwimmt. Aber Scherz beiseite. Ich weiß genau, ob es auf ein, ob sein großes Maul zurückzuführen ist, dass dieser Fisch einen so großen Appetit hat. Ich habe allerdings gehört, dass er allen Fischern im Finsterwald die Tränen in die Augen treibt. Ja! Warum? Na, weil er alle anderen Fische frisst und somit für die Fischer nichts anderes mehr aus dem Gewässer rauszuholen ist. Wenn sie erst einmal genügend Exemplare seiner Spezies dort eingelebt haben. Der Fisch ist im Übrigen auch die Leibspeise einiger Gigas. Du kannst also nie wissen, ob dir nicht gerade irgendwo ein Gigas auflauert, während du mit dem Fischen beschäftigt bist. Hallo Masuna. Ich guck sofort. Ich glaube, ich soll trinken, ne? Du sitzt somit im Grunde genommen jedes Mal dein Leben aufs Spiel, wenn du versuchst, diesen Fisch zu fangen. Hm, wenn ich es mir recht überlege, hätte ich dir also auch vorher sagen, hätte ich dir das auch vorher sagen können. Naja, du hast es ja offensichtlich geschafft. Also, schwamm drüber, oder? Um zum Thema zurückzukommen. Ich finde Linskats Auftrag eigentlich ein bisschen eigenartig. Diese Spezies schmeckt meiner Meinung nach überhaupt nicht gut und sie riecht mir etwas zu schlammig. Für wen Linskat diesen Fisch wohl braucht? Du kennst dich einfach nicht gut genug aus. Wenn man den Fisch richtig zubereitet und den Schlammgeruch entfernt, ist er gar nicht mal so übel. Vor allem in geschmorter Form kann er sogar fast als Delikatesse bezeichnet werden. Schon wieder du! Du musst doch zu allem deinem Senf abgeben, oder? Mhm. Ja, ich bin einfach omnipräsent. Überall und nirgendwo. Nee, die soll nicht durchschwitzige Nahrung essen. Ah, das ist gut, okay. Ich spare jetzt und wünsche mir ein Angelspiel dann. Oh je. Oh je. Kannst du machen, Ryder. Kannst du machen. Und ich werde es hassen. Ich werde es abgrundtief hassen. Und ich habe getrunken. Ja, mit den Tränen in den Augen hast du richtig gehört. Was redest du denn da schon wieder für einen Unsinn? Wie dem auch sei, Daria. Auf dich ist wirklich Verlass. Meinen besten Dank.
Ich glaube, die Müllabfuhr ist da. Von deinem Schlag gibt es nicht viele Fischer hier in der Gilde. Vielleicht eine Handvoll, denen ich es zutrauen würde, einen Schattenkettfisch zu fangen. Ich bin wirklich dankbar dafür, dass du Mitglied bei uns bist. Bitte hilf uns auch in Zukunft wieder aus, wenn du Zeit hast. Nein. Flügeln und Heiligenschein. Oh je. Yeah. Wir nehmen mal die Hose. Hat frisches ja Glück, dass er was Frisches ist und nichts Verdorbenes. Boah, der ist schlecht. Aber ja. Wobei. Können wir sicher sein, dass er nicht verdorben ist? Ich glaube, den Ruhm. Das mache ich aber gleich erst. Wir machen gleich erstmal. Also, machen wir am besten jetzt erstmal. Dragoon! Lanzenling. Kertas. Machen wir erstmal die Jobquest bis 50 hoch. Es riecht so schon was. Es riecht nach Krankheit da oben. Es könnte also durchaus sein. Er liegt ja immer noch krank im Bett. Es könnte sein, dass er schon am Verwesen ist. Nein, ist er nicht. Er lebt noch. Er ist quicklebendig. Nur ein paar Tage im Kühlschrank. Ich kann ihn nachts auch einfach rauslegen. Aua. Ja, kranke Ausdünstung, fauliges Aroma, mit Stöhnen und Ächzen des Todes. Ich liebliche Sinfonien. Oh, der Arme. Tut mir jetzt schon leid. Eine einfache Abenteurerin wird zur Prüfung der Lanze zugelassen. Na, dann zeig mir mal, dass du diese Ehre auch wirklich verdient hast. Hier kommt dein Gegner. Hi. Toller Gegner. Oh, ein Gegner, der tot umfällt. Funktioniert immer eigentlich mit der Rechtschaffenheit. Juhu. Gar nicht schlecht für eine Abenteuerin, wohlgemerkt. Zeige Alberic deinen Dragoon-Kristall, damit er sich ein Bild von deinem Abschneiden machen kann. Abschneiden? Was? Das hat gar keinen Sinn. Egal. Lauf, Einhorn! Das ist Abschneiden bei der Prüfung. Ja, aber Abschneiden vom Dra. Also, ja. Aber. Aber im Zusammenhang mit dem Dragoon-Kristall macht keinen Sinn. Abschneiden bei der Prüfung? Ja, ja klar, das macht Sinn. Aber nicht im Zusammenhang mit dem Dragoon-Kristall. Wollen wir es eigentlich keine. Das war doch eigentlich noch gar keine Prüfung. Die Prüfung kommt doch erst noch. Eigentlich. Weiß nicht, egal. Weiß ich nicht mehr. Es kann auch sein, dass ich es einfach nicht verstanden habe und das Projekt ist. Das weiß ich nicht. Ich dachte, es ging halt um den Dragoon-Kristall und nicht um die Prüfung. Deswegen dachte ich halt schon so, hä? Wie gesagt, im Sinne der Prüfung macht es auf jeden Fall Sinn. Da hast du auf jeden Fall recht. Ich dachte, es geht um den Dragoon-Kristall. Wie du dich beim Abschneiden gemacht hast, oder wie das war. Vielleicht hast du auch was vom Kristall geschnitten. Ja, deswegen dachte ich das halt so. Hä? Hä? Aber ich weiß es nicht mehr. Ich gehe auch mal von aus, dass es um die Prüfung geht. Passt schon. Passt schon. Jetzt beim Abschneiden abgeschnitten. Wie teuer fand das? Oh ja. Sie haben meine ganze Seele gekostet. Alberic! Hi. Servus. Bei Halone, dieses Leuchten. Du musst einen vortrefflichen Kampf abgeliefert haben, dass dein, Re
dass deine Rechtschaffenheit in einem solchen Einklang mit dem Dragonkristall resoniert. Die Kraft des Drachen, die in dir schlummert, hat eine neue Stufe erreicht. Trainiere weiter so, Flasi, und du wirst schon bald in der Lage sein, dich der nächsten Prüfung zu stellen. Okay, es war doch eine Prüfung. Und dich auf unvermeidliche Konfrontationen mit Destinien vorzubereiten. Ausweichsprung. Etwas, was ich wahrscheinlich nie nutzen werde. Jetzt schon den frischen Teufel mit dir verkauft. Nee, andersherum. Ich glaube, er hat seine Seele mir verkauft. Vor fast 8 Jahren. Ich glaube, so war das. So hat es sich zugetragen. So, Schicksalsdorn. Du wirst eine würdige Azurdrachenreiterin sein. Aber ich spreche ganz ehrlich mit dir. Ich war anfangs nicht sicher, ob es richtig ist, eine wie dich, eine Fremde, mit einer so immensen Kraft auszustatten. Ich habe dir doch von den Augen des Drachen erzählt, dass Haldrad dem legendären Drachen Nitok ausgestochen haben soll. Du hast sicher gedacht, das sei einfach nur eine absurde Heldenlegende, richtig? Nun, ihr Abenteuer aus dem Süden habt ihr meist nicht einmal einen Drachen mit eigenen Augen gesehen. Darüber könnt ihr sehr glücklich sein. Wie ist das so? Es gab den Drachen Nitok wirklich. In der langen Geschichte Ishgards ist er bisher 8-mal erwacht. Und jedes Mal wurde viel Blut und Tränen vergossen. Bevor ich dir weitere Lehren der Azurdrachenreiter öffne, lass mich dir noch eine Sache erzählen. Das letzte Erwachen des furchtbaren Drachen liegt nun genau 20 Jahre zurück. Nun, nach 100-jährigem Schlaf in Dravania erhob er sich und hinterließ in Kirtas ein Bild der Verwüstung. Tervan, Hallöchen! Wunderschönen Montag dir. Wie geht's? Ist da also eine teuflische Frische, die in den Keller weht? So in etwa, Masuna. So in etwa. Mir geht's aber gut, Tervan. Und selbst? Aufgeweckt von dieser Raserei erhoben sich auch die anderen Drachen, einer nach dem anderen. Der Himmel war verdunkelt von den riesigen, ledrigen Schwingen der Untiere, die unheildrohend über unseren Köpfen kreisten, um uns Leid zuzufügen. Das Feuer, das sie spielen, schien den Himmel selbst zu versengen. Es ist mir in Erinnerung gebrannt, als sei es erst gestern gewesen, wo das Feuer wütete, warf es schwarze Blasen, verschmorte und schrumpfte Körper zu Kohle. Vor meinen Augen verbrannte Jungs unschuldiges Leben. Ja, wunderbar. So ein Mensch am Spieß. Schön angerüstet. Yummy. Hast du irgendwie von gestern geholt? Natürlich. Natürlich. Hat zwar ein bisschen gedauert, bis ich eingeschlafen bin, aber ich habe mich erholt. Ich habe selig. Na gut, selig schlummern nicht, aber ich habe geschlafen. Wie so weiter, das tut ihr mir vorgestern, dass ihr Remake wird. Bereue es gerade. Echt? Wieso das denn? Die Dr. Lache einfügt. Oh, Masuna, nein. Einfach nein. Azurdrachenreiter war ich und dennoch machtlos wie ein Kind. In schierer Verzweiflung kämpfte ich, schlug ich, was ich konnte, diese kalten Mörderbestien ab. Es war der dritte Tag, an dem die hoffnungslos geglaubte Schlacht doch endlich entschieden werden sollte. In einer kleinen Siedlung an der Grenze von Kertas stand ich ihm gegenüber. Ich brachte alle Kräfte auf, die mir noch blieben, und stach zu, direkt in seine leere Augenhöhle. Der Drache wand sich in unbeschreiblichen Toben, schmetterte mich in seiner Agonie zu Boden. Doch die Klaue, die ich schon förmlich durch meinen Fleischfetzen spürte, ging nicht auf mich nieder. Nitok, der grausamste der Drachen, taumelte, wich und floh. So endete nach 3 unendlichen Tagen und Nächten der Kampf. Viele meiner Kameraden mussten ihr Leben lassen, auch viele unschuldige Bürger. Und nicht zuletzt verlor ich in diesem Kampf unvermittelt meine Verbindung zu der Kraft des Drachen. Estinien verlor seine Heimat und seine eigenen Eltern. Er war damals noch ein kleines Kind und der einzige Überlebende seines Dorfes Farnkessel, die letzte Siedlung, die angegriffen worden war. Dass ich ihn unter meine Fittiche nahm, ihn alles lehrte, war vielleicht auch ein Akt der Buße, dafür, dass ich Farnkessel nicht zu beschützen vermochte. Nun steht zu befürchten, dass Nitok durch die Veränderung, die er am gestohlenen Drachenauge fühlen muss, erneut erwacht. Die Gedanken dieser furchtbaren Kreatur werden uns auf ewig unergründlich bleiben. Aber eines ist sicher, viele Drachen sind bereits wach
Und sie haben nichts Gutes vor. Darum dürfen wir keine Zeit verlieren. Du bist als Drachenreiterin gereift und sollst heute eine weitere Prüfung antreten. Erneut wird es darum gehen, dein Geschick an der Lanze unter Beweis zu stellen. Die Ritterin, ich habe da einen Behemoth hinter dem Gesicht. Hallo. Die Ritterin Hestine wird dich über alles weitere instruieren. Such sie auf dem Grund des Hexenstundes auf. Möge Halor einen jeden deiner Hiebe leiten, Abenteurerin. Danke. Das ist ähnlich wie bei 13. Das ist das gesamte Spiel nur aus Schlauchleveln. Und Kampf besteht. Und der Kampf ist schrecklich. Ich habe sogar ein Rage-Quiz gemacht. Das ist überhaupt bei einem FF-Teil für mich. Also so schlimm fand ich das Remake tatsächlich gar nicht. Es war ungewohnt. Und gut, im Original gibt es ja eigentlich auch keine. Also sind es ja eigentlich, ja. Konntest du, glaube ich, auch nicht frei erkunden, wenn ich mich jetzt recht entsinne. Deswegen fand ich das gar nicht mal so schlimm. Das Kampfsystem war ungewöhnlicher. Also da musste ich mich auch erst sehr dran gewöhnen. Aber so schlecht finde ich es gar nicht. Aber gut, ich glaube, von den Kampfsystemen von früher allgemein, von den guten Kampfsystemen müssen wir uns sowieso verabschieden. Ich glaube, die gibt es nicht mehr in dem Umfang. Leider, leider. Jo. Ja. Yeah. Aber so schlecht, wie gesagt, fand ich es gar nicht. Ich glaube, es gab bei mir auch nur einen einzigen Kampf, an dem ich verzweifelt bin. Der kam aber, glaube ich, auch eher zum Ende hin. Und den... Also ich habe es ja durchgespielt und das, der allerletzte Kampf ist für mich einfach nur... geil. Aber ich erzähle da nichts weiter. Das ist tatsächlich unter aller Sau. Nicht von der Idee her, sondern von der Umsetzung. Echt? Aber gut, da gehen sowieso viele Meinungen auseinander. Aber ich kann auch verstehen, dass viele es nicht mögen. Das kann ich durchaus nachvollziehen. Ich glaube, wenn ich FF7 als erstes gespielt hätte, wäre es bei mir auch so. Dadurch, dass ich aber die PS2-Teile erst gespielt habe, geht's, glaube ich. Weiß ich nicht. Aber ich finde es gar nicht so schlecht. Original finde ich natürlich besser. Ist klar. Aber ich finde es gar nicht so schlecht. Was ich halt einfach nur ätzend finde, ist, dass ich das den zweiten Teil nicht spielen kann. Weil es erstmal nur auf PS5 kommt. Die ich nicht habe. Weil ich sie mir nicht leisten kann. Ja. Das Kampfsystem war super. Ja, wie gesagt, das Kampfsystem war halt sehr gewöhnungsbedürftig. Am Ende kam ich mit klar. Es ging. Ich kenne über Klaus Speak Super. Ja. Oh, geil. Spiel wieder, dass du Charaktere wechselst. Straf dich aber im gleichen Atemzug dafür. Nicht nur subjektiv. Also, ich hatte tatsächlich gar keine großen Schwierigkeiten damit. Aber wie gesagt, ich verstehe auch die Leute, die es nicht mögen. Gott sei Dank gibt's ja. Ist das ja Meinungssache. Aber ich finde es gar nicht mehr so schlecht. Ich habe halt nur Angst, wie es sich weiterentwickelt. Da habe ich so ein ganz kleines... Ich wollte es mir auch anfangs gar nicht erst holen. Ich hatte auch erst gesagt, nee, will ich nicht. Und dann hatte ich die Demo, glaube ich, gespielt. Also das erste Level. Dann habe ich gesagt, gut, okay, komm, mach. Dann hatte ich es mir, glaube ich, 4 Tage vor Release noch vorbestellt. Und, ja. Ich mache mich wieder an die Arbeit und lurk, wie meistens. Alles klar, Masuna, mach das. Ich kurz vor dem Drag Queen Cloud. Ja, okay. Ja, dann weiß ich ungefähr, wo du bist. Hast du es vor, zu Ende zu spielen oder willst du es lieber gar nicht mehr anrühren? Ich könnte es dir nicht verübeln. Obwohl ich es gut finde, aber... Es ist aber auch nicht das beste Final Fantasy, muss ich sagen. Auch wenn es nur ein Remake ist.
ja nicht nur ein Remake. Ja, aber für viele ist es halt. Viele sagen ja nur. Es gibt ja auch viel, was da neu hinzugepackt wurde. Huch. Lauf. Ja, 60 Euro für bezahlen. Ich werde es zu Ende spielen. Ja. Also für den Preis. Aber das ist. Hast du es dir jetzt erst gekauft oder hast du es schon länger? Ich, mit tiefe Romance eingehen. Oh, das weiß ich gar nicht. Weil ich tatsächlich eher mit Arrows angewendet habe. Ich meine aber, es müsste gehen. Je nachdem, wie du mit ihr interagiert hast vorher, glaube ich. Je nachdem, wie du mit ihr interagiert hast, ändern sich gewisse Sachen. Also, sagen wir es so, es gibt drei verschiedene Stränge. Auch was die Stelle mit Cloud und so weiter angeht, wo sie da in dem Haus sind bei dem Don. Also da ich halt größtenteils mit Arrows angebandet habe, kann ich es nicht genau sagen, inwieweit das auf Tifa mit anspielt. Aber es gibt auch so durch Outfits wird halt so der Geschichtsstrang so ein bisschen. Je nachdem, wie du angebändelt hast, tragen entweder beide schöne Kleider oder einer von beiden eben nicht. Oder halt die du eher bevorzugt hast. Das war halt bei mir mit Eris. Da hatte ich halt das beste Kleid sozusagen. Also, ja. Lass dich überraschen. Ein Outfit tragen, damit eine nicht erfaut. Oh, das weiß ich nicht. Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Ich gehe mal davon aus, das wird so ähnlich sein wie im Original, wo du ja, glaube ich, aussuchen konntest, mit wem du da in diesem Riesenrad sitzt. Ich glaube, so ähnlich ist das. Aber ich glaube, du hast dann immer noch die Möglichkeit mit den anderen. Aber sicher bin ich mir nicht, dadurch, dass ich halt, wie gesagt, Arrows genommen habe. Vielleicht musstest du einen Sticker anlegen, damit es halt nicht verduftet. Also das Spiel sagt mir tatsächlich gar nichts. Also ich kann das tatsächlich nicht viel zu sagen. Aber ich meine, es verduftet in dem Sinne, meine ich, keiner. Ich glaube, du kannst nicht viel falsch machen. Aber du kannst halt jemanden bevorzugen. Ohne dass der andere abhaut. Meine ich. Okay, Metal Gear Solid habe ich tatsächlich nie gespielt. Obwohl ich, glaube ich, einen Teil besitze. Und Masaki, Hallöchen. Wie geht's? Wie war dein Montag bisher? Also wie gesagt, ich glaube, du kannst mit Tifa anbinden. Sicher bin ich mir aber nichts. Also mit Aeris wurde es auf jeden Fall sehr, sehr stark angedeutet. Aber gut, wie lange ist es her, dass ich das gespielt habe? Wann ist das Spiel rausgekommen? 2019? 2020? Du siehst durstig aus. Nein, nein. Ich muss doch eh schon pinkeln. Ich wusste es. Ich trinke gleich. Wann kam es raus? 2020. Ja. Und ich habe es ja direkt im April gespielt. Ich glaube, ich hatte es auch innerhalb von einer Woche durch. Zum Leidwesen von Frisches. Naja, kann ich wenigstens bei Pinkeln gehen. Ist auch schön. Erschöpfende Arbeit. Der Chef schaut mich derzeit durch eine harte Schule. Oh, scheiße. Also, ich weiß nicht, ob das in dem Sinne schlecht ist. Oder? Aber
doof für dich, dass du Mühe kaputt und K.O. bist. Es klingt zumindest hart. Sehr, sehr hart. Hi. Wieso? Ich krieg die Gesichter von Elisen nicht so hin. Die sehen bei mir alle scheiße aus, ne? Die haben alle so schöne Gesichter. Sehr geküsst, Abenteurerin. Albrecht hat mir nur Gutes von dir berichtet. Und ich bin voller Erwartung an den kommenden Kampf. Heute wirst du uns zeigen, wie gut die Lanze gegen eine ganze Horde von Feinden zu schwingen weißt. Sieh dich vor. Oh, hi. Ja, das ist ja von... Keine Ahnung, wurde da nichts von Schiff geschrieben. Ach, der war... Da ist halt ein Leerzeichen da. Oh. Da ist halt ein Leerzeichen dazwischen gekommen. Gut, es sei, es kann auch sein, dass er irgendwas ausgeschöpft hat. Kann auch sein. Dein Geschick ist auch so ordentlich, Abenteurerin. Du stehst das Tenin in nichts nach. Kehre zu Albrecht zurück. Er wird sich freuen, von deinem Erfolg zu hören. Dann, wir essen jetzt Opa denken. Ja, ich weiß, ich weiß. Da habe ich gerade erst wieder das Bild von gesehen. Viermal ein verschiedener Satz mit, wir essen jetzt Opa. Aber ja, ich verstehe, was du meinst. Ah, schön. Ich gehe in die falsche Richtung. Sag mir das doch mal einer. Sag mir doch mal einer, dass ich in die falsche Richtung gehe. Es ist gut. Ich habe in den letzten 5 Wochen, 6 von 7 Tagen gearbeitet. Dann hat der Chef beschlossen, einfach zu Hause zu bleiben und ich muss seine Tätigkeiten übernehmen. 5 Wochen, 4 Samstage und 2 Freitage mit je 2 bis 3. Halt alles zu lernen. Ja gut, okay. Wenn das gut ist. Aber sorgt dann wahrscheinlich auch von Vertrauen, wenn er dir das so weit überlässt. Und dass du deine Arbeit wahrscheinlich auch recht gut machst, denke ich. Glaube ich. Alter, renn schneller. Kleiner Vogel. Ich weiß immer noch nicht, was das hier ist. Ist das ein Adler? Ist das ein Vogel? Ist das ein Drache? Weiß es nicht. Ist das ein übergroßes Küken? Ich weiß, es ist irgendwas von der Karte, nur irgendwas Heide da. Glaube ich. Ja. Irgendwas von dieser Katastrophe. Ich weiß aber nicht. Ein Vogel. Das ist doch kein Vogel! Das sieht doch nicht aus wie ein Vogel! Dieser Vogel trank vom Äther, der dem unsterblichen Phönix entstieg, als er während der 6. Katastrophe über Kartenur gesichtet wurde. Von vielen wird er als heilig verehrt. Sein Name bedeutet glänzendes Flügelwesen in blendendem Glanz. Der arme Vogel. Also es war mal ein Vogel. Jetzt ist es irgendwas anderes. Ein übergroßer, riesender Leuchtevogel. Der zu viel Phönix-Ether gesoffen hat. Gut. Geil. Nehmen wir. Ah, das ist er wieder. Hi. Im Zweifel zwei eine Chimäre. Waren Chimäre nicht die, die dann den Schwanz einer Schlange hatten und 2 Köpfe und noch irgendwas? Da gibt es auch schon wieder mehrere Arten von Chimären. Ich glaube, es kommt dann auch wieder aufs Universum drauf an. Ich glaube, die sehen überall anders aus. Wenn er kein Vertrauen hätte, hätte er mir nicht schon vor Wochen den Schlüssel gegeben. Ich kann jederzeit rein und raus, wie ich will. Ja, das ist nice! Aber man sagt, keine Party veranstalten, ne? Entschuldigung. Sollte ein Witz sein. Schlechter, aber es sollte ein Witz sein.
So. Ich mag gleich Pinkelpause, sobald ich die Quest abgegeben habe. Ich will die Rüstung haben. Klassisch ist es Löwe, Ziege und Schlange, Strichstrich, Drache. Okay. Gut. Dann lag ich zumindest mit der Schlange richtig. Ja, ich muss pinkeln. Aber Wasserfall funktioniert nicht. Auch Wasserhahn funktioniert da nicht. Es könnte jetzt neben mir plätschern und es wäre mir egal. Es wäre mir einfach egal. Ich kann auch nebenbei noch weiter trinken. Da bin ich nicht so. Bei meiner Großmutter, die müsste jetzt sofort rennen. Allein bei dem Gedanken an plätschernde Wasserfälle müsste sie rennen. Das funktioniert bei mir nicht. Ich habe eine Stahlblase. Okay, gut, dann mache ich das Glas noch leer. So, dann gehe ich danach. Dein Kristall strahlt in einem würdevollen Glanz, Adaria. Herzlichen Glückwunsch. Du hast die nächste Stufe als Drachenreiterin erreicht und eine neue Kraft des Drachen in dir erwacht. Wenn du so weitermachst, wirst du schon bald eine ernstzunehmende Gegnerin für Istinien sein. Dann ist die Zeit gekommen, das Auge des Drachen zurückzufordern. Doch noch bist du nicht so weit, meine Liebe. Trainiere weiter und suche mich auf, sobald du bereit für die nächste Prüfung bist. Juhu! Für dich gebe ich da jetzt noch den letzten Rest rein, ja? So. War jetzt nicht viel. War nicht viel, aber passt. Kann ich gleich neues Trinken holen. So. Dann mache ich eine ganz kurze Pinkelpause. Bin gleich wieder da. Hol noch mal neues Wasser für euch, damit ihr mich trinken lassen könnt. Sonst sieht das nämlich schlecht aus. So viel trinken habe ich hier nicht mehr.